ist das verlorene Dreckstück der Erde. Hi, hallo, komm rein. Gut gelaunt? Ich bin immer gut drauf. Komm mal rein. Das ist mein Bürozimmer, mein Arbeitszimmer, mein Computer. Und das sind meine Mitbewohner. Das ist Emma und das ist Kai. Ich liebe Tiere. Rein pädagogisch und rein psychisch und körperlich ist es sehr schön, wenn man auch Tiere hat. Ja, und hier ist jetzt mein Badezimmer, wo morgens früh immer meine Schönheit glänzen muss. Ich bin die Tochter von meiner Mutter Sonja und das ist der Schwiegersohn, werdende Schwiegersohn. So. Also frisch verlobt und frisch verliebt? Immer noch, ja. Hi! Hi Mama! Was geht's ab? Gut. Komm. Ja! Das ist Rapmusik. Hallo, Herr Rapmusik. Ja, was geht's ab? Was willst du von mir? Ich bin ja hier der Rapper. So. Hat denn Herr Rapmusik auch einen richtigen Namen? Tja, das ist mein Sohn. Das ist John, 8 Jahre alt. Und das ist mein liebster kleiner Knuffel, der alles immer kriegt, der verwöhnt wird von oben bis unten. Und den, boah, den kann ich auch gar nicht mehr tragen. So viele Sachen hat er schon in sich. Und ja, das ist sein Zimmer hier, ne? Mein Nachtgemächtzimmer, wo ich hier mich relaxe und wo ich morgens auch wieder aufwache. Das ist mein Karateanzug. Ich habe schon den gelben Gürtelchen bekommen dieses Jahr. Ja, dann schlüpf doch mal in dein Kampfkostüm. Ja, gerne. Das werde ich anziehen für dich. Schuhe aus, okay. Na dann schlüpfe ich ja doch einfach mal in die Dinger rein. Ich bin gespannt. Ah, das Wohnzimmer. Also die Wohnung ist auf jeden Fall sehr kontrastreich. Viel Kunst, was mir super gut gefällt. Viel Spielzeug und Kitsch. Ja, ich denke mal, hier wohnt eine Familie, wobei die eigentlich total unterschiedlich sind. Sie bestimmt total die liebe Mutti und er ein Rock'n'Roller oder so. Überfülltes Spielzimmer. Soll mir das jetzt sagen? Ich soll vielleicht dafür sorgen, da mal ein bisschen Ordnung reinzubringen oder auszumisten. Okay, ganz viele Kuscheltiere. Es ist schon eine Menge, wenn ich auch darüber gucke. Das ist zu viel. Vielleicht kann man sich ja von dem einen oder anderen Kuscheltierchen trennen und mal ein bisschen Platz schaffen. Häschen. Häschen mit einer Botschaft. Was? Jeden Morgen sauber machen. Okay, das sollte kein Problem sein. Süß, hier schläfst du, aber nicht allein. Ja, das sehen wir. Ist ja auch nicht einfach normal, dass man sich als fremde Frau zu dem Mann mal rankuscheln darf. Ich sehe gar keine Herrenklamotten. Okay, das heißt, ich habe es wahrscheinlich dann doch mit zwei Frauen zu tun. Also tausch Mami und Mami. Ich lasse mich überraschen. Hallo. 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 Hi. Hallo. Hallo, ich bin die Sophie. Nancy, hi. Mein erster Eindruck, attraktiv auf jeden Fall. Und ja. John. Ich bin Marcel, hallo. Hallo Marcel. Die Familie macht auf jeden Fall gleich einen sehr positiven Eindruck. Das heißt, freundlich, gepflegt und so weiter. Die Hausfrau hatte schwarze Haare und die fand ich nicht so gut. Da lag ein Zettel auf dem Bett und da stand drauf, hier schläfst du, aber nicht alleine. Das sind die Katzen. Die sind da. Pinky und Lilly. Wie heißen die? Pinky und Lilly. Aber wenn du das nicht möchtest, dann einfach ein bisschen runterschubsen. Gut, schauen wir mal. John, du scheinst schon ganz schön müde zu sein, oder? Ja, wir gehen jetzt. Dann würde ich sagen, dann waschen und dann umziehen. Zähnchen putzen und ab ins Bettchen. Und ja, morgen haben wir dann unseren ersten gemeinsamen schönen Tag, okay? Gut. Gut, ja. Na dann komm. Deine Aufgabe. Armer Hasengewitter, da brauche ich nur mal deine Hilfe, weil das ja eine selbstgebaute Konstruktion ist. Jetzt musst du dir ein klein bisschen anstupsen, dass er nach da geht.
hilft John eigentlich mal mit beim Saubermachen? John sollte seine Kindheit so genießen, sage ich jetzt mal. Und die gerade Tiere hat er tabu. So. Okay. Anfassen, ja, kuscheln natürlich auch. Aber Saubermachen, das macht meine Mutter hauptsächlich, weil er in der Zeit zum Beispiel spielt oder Lego baut oder was macht. Ist es nicht auch wichtig, dass ein Kind lernt, dass ein Tier nicht nur zum Kuscheln irgendwie oder Liebhaben da ist, sondern dass auch Aufgaben dazu gehören, wenn man ein Haustier hat? Ja, das gehört, Verantwortung schon, aber da er noch so klein ist, sag ich jetzt mal 8, so, ne, würde ich nein sagen. Also, macht meine Mama. Hey. Hallo. Moinsen. Ich würde gerne mal mit euch quatschen. Ja. Setz dich, Inge. Ich bin Nancy, komm, Nancy. Und wäre ganz lieb, wenn du mal die Musik ausmachen würdest, dann verstehen wir es vielleicht besser. Okay. Dankeschön. Ich habe mit der Mama geschrieben. Dabei ging es um den Hasenkäfig und gemeinsame Reinigung. Und sie hat hier geschrieben, mit dem Hasenkäfig ist es immer, wir machen ihn zusammen und das auf spielerische Art. Aber heute Morgen wollte ich fragen. Und wenn er nur einen Eimer gehalten hätte und auch einmal eine Schüssel. Ja, aber oder wenn er so keine Lust hat und lieber spielen will, er ist ein Kind, dann darf er lieber spielen und muss keine Arbeit machen. So sieht's nämlich aus. Nee, er war doch, ja da. Natürlich, so sieht's aus. Und wenn er nicht spielt, dann setze ich mich für ihn ein. Und dann gibt's Radau mit mir. Wenn du das nicht hinbekommst, dann mit den zwei Hasen, dann helfen wir dir null Problemo. Aber für ihn setze ich mich in allen Dingen ein. Und da gehe ich auch auf Kriegsfuß, aber volle Kanone. Das sollte ja eigentlich auf einer vernünftigen Basis oder Ebene besprochen werden. Aber Marcel war in diesem Moment ziemlich schnell angenervt mit einer gewissen Aggressivität. Ich habe halt eine andere Einstellung. Kinder müssen natürlich auch Aufgaben bewältigen können, um Selbstbewusstsein nach einem Erfolgserlebnis zu haben. Komm, Johnny, lass uns raus. Das dauert mir zu lange hier. Adios, amigos. Solche überzogenen Reaktionen, auch diese Aggressivität und kommen wir gehen jetzt aus dieser Situation raus, einfach zu flüchten, ohne sich einer Situation oder Diskussion zu stellen, das ist ein absolutes No-Go. Das nervt mich, dieses Gerede die ganze Zeit. Das fing schon gestern an. Immer sich so irgendwie, das ist so ein Schein, habe ich das Gefühl. Das ist so gar nicht real. So eine Schlange, das nervt einfach. Darf ich euch mal ganz kurz unterbrechen? Ja. Die Mama hat mir ja die Aufgabe gegeben, oder uns beiden, dass du mir das mal zeigen sollst, wie man das zum Beispiel anzieht, den Gürtel umlegt und ja, im Prinzip so ein paar grundlegende Sachen. Also heute hatte ich keine Lust. Wir schon aus wollten Wasserbomben werfen heute. Das soll ja auch gar nicht lange dauern, sondern nur, dass ich mal weiß, wie man das zum Beispiel anzieht. Also das kann ich dir heute Abend noch zeigen. Warum nicht jetzt? Ich wollte jetzt mit Marcel und Sophie spielen und ich habe jetzt keine Lust. Aber was hältst du davon, wenn du mir zumindest zeigst, wie man den anzieht? Also okay. Ja? Jeder hat seine Meinung und wenn man Nein sagt, dann sollte man das auch tolerieren und respektieren. John, du wirst nicht gezwungen. Also du hast vorhin hier noch gesagt, du möchtest... Wenn du nicht willst, Punkt aus. Dann willst du nicht. Es ging jetzt nur darum, mal zu zeigen, wie man das Ding anzieht. Er möchte nicht. Hast, ja, hast du die Artikulation nicht verstanden? Er möchte nicht. Fertig, aus. Das wären jetzt 5 Minuten, um mal zu gucken, wie man das anzieht. Und dann wird es nur 2. Das sind 5, höchstens 10 Minuten. Ich will ihn nicht dazu zwingen. Und er traut sich nicht zu sagen. Er war aber eben bereit. Wenn man ein Kind die ganze Zeit nur anquatscht, ist ja wohl klar, dass sein Kind dann irgendwann sagt, ja natürlich, weil er einfach keinen Bock mehr hat zu reden. Ich weiß nicht, wie man das Ding anzieht. Er sollte es mir nur zeigen, damit ich mich morgen zum Beispiel fertig umziehen kann, wenn ich weiß, wie es geht und wir zusammen schon fertig rausgehen können. Ach, ich kann meinen Geblabber nicht mehr anhören. Es war schade. Ich wollte ja, dass man sich so ein bisschen nähert. Aber John ist innerhalb von Sekunden umgeswitcht und hat das also sofort angenommen, das Verhalten von Marcel. Wenn ein Kind sagt, er möchte heute nicht das machen, muss man das auch berücksichtigen und das verstehen. Dann muss man ihn nicht einlullen oder ihn versuchen zu irgendwie zu überreden. Es ist eine Aufgabe, verstehe ich vollkommen, egal, ja, die ich erfüllen muss. Ja, genau, egal, muss du, aber du denkst nur an dich nee, und er möchte draußen spielen, verstehst du das? Da muss ich ihn wirklich in Schutz nehmen. Da setze ich mich komplett ein. Ich stehe total hinter ihm und vor ihm. Und das passiert halt, dass er dann halt weggeht. Super. Hättest du uns da einfach diese 5 Minuten jetzt gelassen, jetzt, dann... Ja, weil du ihn involvierst und einlullst, verstehst was du? Was habe ich eingelullt? Guck mal, du gehst immer weg. Nee, ich habe keinen Bock auf dein Gespräch. Mit mir nicht mehr. Halli! Hey. Na?
Hi, wir wollten ja grillen und bereit schon alles vor. Ja, dachte, mit dem Grillen wird vielleicht nichts mehr, weil die Stimmung halt nicht mehr so toll war. Okay, möchtest du mir nicht mit grillen, oder? Doch, natürlich. Okay. Vielleicht können wir dann auch noch mal ein bisschen quatschen. Ich habe John zwar schon ein paar Mal gefragt, aber ich fand jetzt nicht, dass ich jetzt ihn doll gezwungen habe oder jetzt doll Druck ausgeübt habe. Vielleicht ist er halt ein bisschen sensibler. Aber anstatt jetzt, dass wir uns gegenseitig hier irgendwie anschreien oder sonst irgendwie was, sollten wir vielleicht dann eher miteinander sprechen. Also Nancy hat mir vorgeschlagen, dass sie gerne mit John 10 Minuten alleine sein möchte. Aber letztendlich musst du da John fragen, wie er das so sieht und ob er das möchte. Also erstens, ich mag dich nicht. Und ich möchte nicht, dass du 10 Minuten mit mir allein im Zimmer bist. Dafür musst du auch einen Grund haben. Den würde ich halt gerne wissen. Mit dem Karateanzug. Ich soll dich anziehen und dir Übungen zeigen. Obwohl ich heute keine Lust hatte. Ich hätte einen kleinen Vorschlag mit dem Karate auf jeden Fall. Ja. Dass ich morgen mit John und mit Marcel anfange und du einfach dazukommst und dass wir es zusammen machen. Mhm. Dass wir erstmal den Abend doch mal gut ausklingen lassen können. Und wir schauen morgen mal weiter und jetzt essen wir weiter, ne? Und lassen erstmal jetzt das alles so, ne? Ruhe reinkommen. Und damit einfach schon jetzt auch bist. Ne? Ja. Es stand viel offen im Raum und ich wollte vermitteln, weil ich wollte natürlich, dass sie die Tage hier gut übersteht. Ich versuche hier was und ich versuche eben auch meine Aufgaben natürlich zu erfüllen. Und ich bin halt kein Mensch, der irgendwie aufgibt. Ich sehe immer noch so ein Licht am Horizont und der das versucht dann zu erreichen. Wollen wir das hier machen? Hier ist wie so Schatten. Oh, ja. Wir stellen uns vor dich und dann kannst du uns zeigen, wie wir das machen müssen. Genau. Let's go. Okay, so. John. Also man hat 2 Chancen. Ja. Ne? Und wenn man die vergeigt, dann ist Karate zu Ende. Okay. Na, dann gebe ich mir jetzt ganz viel Mühe. Okay, man macht so und so. Falsch. Das ist falsch. Kopf nach vorne. Eine Chance hast du noch. Ja, ich hab mich doch schon. Unten. John war da vielleicht so ein bisschen genervt, aber ich finde das süß, weil in dem Moment hat er natürlich die Lehrerrolle bekommen. Er war sozusagen in dieser Position, dass er der Chef war. Und dann, das sollte er auch ruhig haben. Und darum habe ich das ein bisschen belächelt. Aber ich habe gemerkt, also es gefällt ihm, diese Position da einzunehmen. Und jetzt so. Sag's mir, zeig mir doch was, pass auf. Hier. Ja, wir stehen so. Hier. Pass auf, darf ich mich neben dich stellen? Dann ja. Sehe ich das auch komm, besser. Hier. Guck mal, erst machen wir hier oben, ne? Ja. Mach nein, so. Hier. Good. Und dann so. Und das war's. So. Die Übung ist vergeigt. Gut. Gut, aber auf jeden Fall habe ich jetzt 2 Sachen gelernt. Danke. Zu Ende. Karate war nicht so gut mit der. Wegen sie auch der Arbeit. Wegen sie alles falsch gemacht hat. Ich habe hier ein bisschen was gefunden. Wir wollten ja zusammen lesen. John? Ein bisschen auf. Willst du lesen oder möchtest du lieber hier weiterspielen? Ich möchte hier weiterspielen. Dann musst du das mal sagen. Ich möchte hier weiterspielen. Du möchtest lieber weiterspielen. Dann müssen wir später lesen. Also pack die Bücher einfach jetzt ins Wohnzimmer und. Also die kannst du jetzt hier hinpacken. Ich wollte heute mit Sophie und Marcel lesen. Oder es sind sogar alle 4 abwechselnd zusammen? Nein. Existierst du auch an Nein? Nein heißt bei dir ja. Ja heißt bei dir nein. Nein. Also nein. Dann lasse ich euch jetzt hier weiter spielen und ich setze mich einfach in die Ecke. Ist das in Ordnung? Nein. Und höre zu? Nein. Warum? Das ist nicht in Ordnung. Okay. Deswegen, ich mag dich nicht. Ich hasse dich. Du hast uns rumkommandiert. Nein, ich möchte dich jetzt nicht mehr hören, sonst gehe ich gleich raus. Also der Kleine macht hier völlig den Schritt hier rum. Entschuldigung, Kleid. Ich habe mir selbst was gekocht und habe bereits gegessen und habe die jetzt mal zu sich gelassen. Hallo. Wir haben ja darüber gesprochen, dass wir alle miteinander eigentlich ganz gut zurechtkommen wollen. Der Kleine, der ist schon so
von dir, von dieser ganzen Atmosphäre hier, würde ich nicht meinen Arsch bewegen, würde ich nicht die Wäsche waschen, würde ich nicht das Klo sauber machen, würde ich hier nicht durchwischen oder durchputzen und alles, würde es ja auch alles im Grunde gehen. Meine Kleine macht das natürlich mit. Wir sind ein Zusammenhalt. Ja, wow. Du hast gesaugt, aber letztendlich hast du nicht durchgewischt. Du warst ja schon früher wach, du hättest ja auch schon machen können. Der Katzenklo war auch voll, du hättest das schon machen können. Mein Gott, wir das Katzenklo habe ich sauber gemacht, als erst, wo ich aufgestanden bin. Deswegen habe ich heute auch das. Schaut mal in die Mülltüte rein, dann könnt ihr es sehen. Ich habe es auf der Selfie-Cam drauf, wie ich das Katzenklo gemacht habe. Warte mal, ja, das erste Los. Die erste Aufgabe ist, Katzenklo sauber machen. Ich habe euch ausreden lassen und mir wurden Unterstellungen behandelt das stimmt. Geh jetzt aus die Küche, geh jetzt bitte raus. Ich raste aus, geh jetzt, geh. Deine Lügen ertrage ich hier nicht mehr. Was machst du da, Nancy? Ich packe jetzt meinen Koffer, weil ich hier sowieso keine Chance habe, mir Sachen unterstellt werden. Bleib mal bei der Wahrheit, ne? Wir haben versucht, mit dir hier ordentlich zu reden. Du packst deinen Koffer, weil du mit uns nicht klarkommst, weil du es einfach nicht akzeptierst und uns nicht verstehst. Ich darf mal was sagen, bitte. Und Nancy, du bist das verlorene Dreckstück der Erde. Ja, komm. So reicht jetzt auch. So. Und ich packe den Koffer, damit ihr zur Ruhe kommt. Genau. Und auch der Kleine, ich soll ihn doch in Ruhe lassen. Das war eure Aussage. Liebe Tauschmutter, es gab heute Morgen wiederholt Diskussionen und ich wurde wie jeden Tag ausgeschlossen. Ich sehe hierbei, dass das Kindspool gefährdet ist und möchte dieses nicht länger zulassen. Aus diesem Grund möchte ich vorschlagen, das Projekt zu beenden, da ich heute sowieso vor die Tür gesetzt wurde. Ich glaube nicht, dass meine Familie so ist. Und Kindeswohlgefährdung ist ja wohl eine schwierige Anschuldigung. Das sehe ich so nicht ein. Ich möchte nicht abbrechen. Das ist feige. Ich habe so viel mitgemacht mit meinen Haaren, wie ich aussehe. Du bist genauso verlogen wie Emil. Die Behauptung, was du ablässt, ist unter alle Sau. Geschwindelt und gelogen. Wir werden uns noch treffen und eine Aussprache haben. Es hat eh nicht viel Zweck, glaube ich, jetzt noch darauf zu reagieren. Dann geht das mal hin und her, dann lieber direkt treffen und aussprechen. Mutter Sonja und Model Nancy treffen sich unterm Regenbogen. Vielleicht ist der ja ein gutes Omen für eine Versöhnung der beiden Tauschmütter. Hallo. Also, willst du anfangen? Ja, du warst abgebrochen. Du wurdest angeblich auch vor der Türe gestellt. Bitte erkläre das mir bitte. Alles, was John betraf, wurde komplett abgeblockt. Also John sollte immer selber entscheiden dürfen. Das heißt, ich wollte mit ihm lesen. Und da wurde er gefragt, möchtest du lesen? Und dann, wenn er sagte nein, dann galt das nein. Das heißt, wenn ich versucht habe, trotzdem auf ihn einzugehen, ihn selbst auch zu fragen, wurde ich aus dem Zimmer geschickt, wurde angeschrien, wurde bedroht. Und dein Sohn, tut mir leid, wenn ich so sage, aber der hat Defizite, keinen Respekt. Kann ich jetzt auch reden? Ja. Okay, in Sprechen, in Schreiben und Lesen hat er Defizite. Und mein Sohn ist mittelmäßig in der Schule, Punkt 1. Und ich habe eine sehr tolle Familie und das ist eine reinste Lüge. Guck dir mal an, was dein Emil gemacht hat. Ha? Also guck mal an. Mich psychisch kaputt, mich verhässlich, mich doof gestellt. Und das hast du auch total von ihm. Du treibst total ein falsches Spiel. So wie du rumläufst in deinem Pöms, wir sind Turnschuhe-Leute, kamst du vielleicht in meiner Familie nicht weit. Da hast du dich vielleicht dusselig angestellt. Und jetzt möchte ich auch nicht mal mit dir unterhalten, weil sowas Pickfeines, so wie du, lässt sich die Nägel machen. Und hast du nicht gesehen, die Härchen und alles und Schminken. Und jetzt block ich ab, ich habe euch kennengelernt. Ich habe aber noch nicht die Möglichkeit gehabt, erstmal hier ein paar Sachen klarzustellen, weil du kennst mich nicht. Meine Fingernägel sind Natur, wie du siehst. Ich bin mir auch nicht zu schade, da irgendwo rum Dreck rumzuwühlen. Der nächste Punkt ist, zu deiner Frisur hättest du das vielleicht noch mal ein bisschen aufgestylt. Finde ich, passt das absolut zu dir. Ist es für dich vielleicht eine Umstellung? Du bist einfach eine Person, die andere Leute kaputt macht. Ich will dich weder kaputt machen und weglaufen ist genau das, weglaufen? Was Marcel auch immer macht. Du läufst weg. Nee, ich stehe hier noch. Ich wollte. Du lachst, ey. Nee, ja. So, du bist ein Abschaum. Mit sowas das ist genauso respektlos wie das Verhalten von deinem Sohn. Komm, du machst meine Familie kaputt. So schön, du bist genauso wie dein Stamm. Ne? Pass mal auf. Ich freue mich auf jeden Fall, wieder hier zu sein, denn da drüben war nur Drama bei der anderen Familie. Also da war gar kein Rankommen, was aber nicht an mir lag, sondern an der Familie, die mich einfach gar nicht gelassen hat. Ich will sagen, so soll es sein, so kann es bleiben. So hab ich es mir gewünscht.
Oh, endlich. Alles gut. Endlich Ruhe. Ja.